So, guten Morgen. Wir sind immer noch in Orbe. Ja, die Nacht war eigentlich sehr gut. Wir haben sehr gut geschlafen, der Kleine auch. Ist wenig aufgewacht. Ja, jetzt packen wir gerade langsam zusammen und dann fahren wir weiter Richtung Genf. Genau, mal schauen, wo unser nächster Stopp dann sein wird. Ja, wir werden uns auf dem Weg auf jeden Fall erstmal noch eine kleine Bäckerei suchen, weil wir haben noch nicht gefrühstückt. Genau. Und dann geht's los. Ja. Und auch von mir natürlich einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe auch ganz gut geschlafen, bin aber irgendwie mega verschnupft. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass hier überall um uns herum Felder sind. Und ja, genau, jetzt geht's weiter Richtung Genf. Jetzt packen wir es langsam. Der Berli ist eigentlich schon ziemlich müde, obwohl wir es ja noch gar nicht so spät haben. Und ja, jetzt, genau, wir haben schon ein paar Sachen, haben wir schon zusammengepackt. Und der größte Teil, der kommt jetzt. Und ja, genau. Und dann geht's halt weiter. Und ja, bis gleich. So, wir haben jetzt eigentlich fast alles zusammengepackt. Jetzt geht's gleich los. Ihr seid wie immer dabei. Und bis später. Ciao. Hey Leute, wir sind jetzt in Genf angekommen. Wir sind jetzt hier in so einem Park. Ist ganz nett hier. Jesse macht eine kleine Toilettenpause. Der Danelli, der schläft gerade ganz süß. Ich zeige ihn euch mal. Ganz süß schnarcht er da. Und ja, hier werden wir jetzt auch uns ein Hotel suchen. Und sobald wir das Hotel gefunden haben, versuchen wir da unsere Fahrräder abzustellen, unsere Sachen nach oben zu bringen und als nächstes schauen wir uns dann die Stadt Genf an. Also ich bin hier das erste Mal, die Jessie auch und ja, ich glaube, das wird ganz cool. So die ersten Eindrücke sind bis jetzt okay, aber wir sind ja auch noch nicht in der Innenstadt. Bis dahin sind es noch 1-2 Kilometer, die Camcorder sind leer, das heißt, die Action-Camps, die sind leer. Das heißt, es gibt jetzt nach diesem Video einen Schnitt. Und nach dem Schnitt werden wir dann wohl das Hotel gefunden haben, wo wir bleiben. Das zeigen wir euch dann. Und dann geht's raus auf die Straße und ja, und die Stadt erkunden. Super, danke, dass ihr dabei seid und bis gleich. Ciao. So, wir sind jetzt hier an der Santiago-Kathedrale angekommen. Genau, haben noch kein Hotel gefunden. Dafür aber was echt cooles, nämlich da hinten einen riesengroßen Wasserfall. Eine Wasserfontäne, klar. Und man muss aber dazu sagen, ne? Also wir sind hier relativ weit oben. Ja? Und trotzdem ist die Fontäne viel höher, als wir es sind. Und so sieht das Ganze hier aus. Ein richtig cooler Ausblick, da hinten geht es auch zum Genfer See. Ich erkenne nicht genau, was das ist, aber wenn ich selber ranzoome, sieht aus wie entweder ein Steg oder ein Restaurant auf dem Wasser, keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall sehr hübsch hier.
Aber wir sind gerade so vielen, so unfreundlichen Leuten begegnet, wie nirgendwo bis jetzt. Ja, die wollten uns mit den Fahrrädern nicht durchlassen. Einer hat uns dann auch angeschnauzt. Als wir stecken geblieben sind mit dem Anhänger, wollten wir da irgendwo vorbei, wurde uns einfach nicht geholfen. Dann einer hat uns dann tatsächlich geholfen, aber man muss sich wirklich überlegen, es waren etwa 10, die uns nicht geholfen haben. Oder auch deutlich mehr, ja, die direkt daneben standen. Und das halt jetzt mehrfach. Und ja, der Danelli, der hat jetzt mal frische Klamotten an. Ist jetzt wieder gut drauf. Hat jetzt ein Mittagsschläfchen gemacht im Anhänger. Jetzt will er gerade hoch. Im Anhänger hat er ein Mittagsschläfchen gemacht. Und ist natürlich begeistert von der Fontäne. Ja, die ist super. Die gefällt mir. Genau. Ja, genau. Jetzt noch was zu essen suchen. Und dann ein Hotel. Und dann gucken wir mal, ob es hier irgendwie so eine Art Rundreise gibt mit dem Bus. Oder wir haben jetzt gerade hier so einen kleinen Zug auf Rädern gesehen. Ja, wo kennt man ja so Kinderzüge, wo hier auch eine Stadtrundfahrt macht. Und das wäre natürlich super. Dann filmen wir das Ganze und gucken mal, dass wir damit vorankommen. Man muss aber dazu erwähnen, ne, wir sind jetzt an einem der teuersten Orte der Welt. Das heißt, wir bleiben hier jetzt wirklich nur einen einzigen Tag und suchen uns jetzt ein bezahlbares Hotel. Dann würden wir da bleiben. Ah, da ist gerade, es war gerade zu spät, aber da ist gerade dieser Zug, von dem ich erzählt habe, ist gerade vorbeigefahren. Das heißt, da gibt es wohl hier irgendwie eine Station. Wenn wir also hier ein Hotel finden, das wäre natürlich klasse. Vor allem, weil wir hier ja eben auch bei der St. Pierre Kathedrale sind und da gibt es ja sicherlich auch tolle Sachen zu sehen. Ja, dann bis später, bis gleich. Ciao! Los geht's! Ich geh raus, alles ist im Groove, Sonne scheint, ja, es geht mir gut. Was gestern war, interessiert mich nicht mehr. Gestern war ich noch richtig down, alles hat ziemlich reingehauen, denn dein Abgang war echt nicht fair. Aber ich glaub, dass es Zeit ist, Wärme zu spüren. Viel zu lange war ich so dumm zu warten und zu hoffen, um am Ende nur gute Zeit zu verlieren. Aber ich singe, die Regenzeit ist vorbei. Du bist weg und es ist mir egal.
Spaß, alles ist im Groove. Die Sonne scheint und es geht mir gut. Was gestern war, interessiert mich nicht mehr. Hab keine Lust zurückzuschauen, denn die Welt ist voller schöner Frauen. Und der Gedanke gefällt mir sehr. Und ich singe, die Regenzeit ist vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand es super, Tracy, wie fandest du es? Ja, ich fand es auch klasse. Sehr gut. Dann ja, brauchen wir uns noch was zu trinken. Ja. Und das war's dann mit dem Film für heute. Wir gehen jetzt schlafen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und beziehungsweise schlafen gehen wir natürlich noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal was zu trinken kaufen, dann fahren wir heim, also ins Hotel. Und dann wird geschlafen. Und ja, danke, dass ihr wieder dabei seid. Über ein Like würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, also die Videos weiterempfehlt. Dann würden wir uns sogar noch mehr freuen. Also dann macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.